Hi meine werten Freunde, was geht und willkommen zu diesem neuen Video. Heute machen wir ein kleines Selbst-zu-Ehr-Quiz. Das Ganze wurde erstellt von Patrim6 und es wurde 264.000 Mal aufgeworfen, 266.000 Mal aufgerufen. Und ja, wir starten einen Test. So, also. Würdest du eher eine Bank ausrauben, einen Welpen töten oder einen Monat lang keine Zähne putzen? Also für mich persönlich würde ich sagen, ich würde lieber einen Monat lang keine Zähne putzen, denn einen Welpen töten, das brächte ich nicht übers Herz. Oder eine Bank ausrauben, würde ich mich höchstwahrscheinlich ins Gefängnis. Und wenn ich einen Monat lang keine Zähne putze, schmecke ich zwar ein bisschen streng aus dem Mund, aber das ist besser als alles andere und deshalb würde ich sagen, einen Monat lang keine Zähne putzen. Und es ist natürlich auch eklig und deshalb macht es nicht. Dann, würdest du eher deine Lehrerin küssen, 8 Tage nicht duschen oder einem Krokodil die Zähne putzen, obwohl es gefährlich ist? Deine Lehrerin küssen wäre sehr weird, vor allem wenn deine Klassenkameraden das rausfinden, dann kannst du sehr gemobbt werden dafür. 8 Tage nicht duschen wäre zwar eklig und du stinkst streng, aber wäre noch akzeptabel und ist natürlich trotzdem noch extrem eklig. Oder einem Krokodil die Zähne putzen. Nee, also wenn du nicht gerade deine Finger oder sonst etwas verlieren willst, dann nein. Und ja, auch das ist natürlich eklig, 8 Tage nicht zu duschen, aber ich würde ehrlich gesagt das machen. Als nächstes würdest du eher die Klasse 2-mal wiederholen, freiwillig eine 6 schreiben, die Häuser von all deinen Nachbarn putzen. Auf Putzen hätte ich gar keinen Bock, to be honest, wäre mir viel zu streng. Dann freiwillig eine 6 schreiben wäre es mir nicht wert. Oder die Klasse 2-mal wiederholen wäre für mich ehrlich gesagt das, für mich persönlich das Schlauste, weil ja eine 6 will ich nicht, da wiederhole ich lieber die Klasse 2-mal. Nächstes. Würdest du eher deine Lehrerin schlagen, von der Schule fliegen oder Fäkalien essen? Was sind eigentlich Fäkalien? Es sagt mir irgendetwas, aber meine Lehrerin schlagen würde ich nie. Von der Schule fliegen wollen würde ich auch nicht. Und Fäkalien weiß ich nicht, was das sind. Okay, das Ganze ist das, was wir auf der Toilette in die Kloschüssel werfen, das Braune. Und ich glaube, da würde ich doch lieber meine Lehrerin schlagen. Also, würdest du eher selbst ritzen, deine Oma beleidigen oder würde ich lieber Veganer werden? Also für mich persönlich wäre es Veganer, weil mich selbst verletzen hätte ich keinen Bock. Meine Oma beleidigen will ich nicht aus Freundlichkeit und Höflichkeit und deshalb Veganer, weil ja, das ist für mich das am wenigsten Schlimmste von den allen drei. Die nächste Frage. Würdest du eher Blut trinken, eine lebende Ratte essen oder einer Katze erwürgen? Das ist schwierig. Eine lebende Ratte würde ich nie und nimmer essen, das ist viel zu eklig. Blut trinken, wenn ich mich selber schneide und vielleicht, keine Ahnung, 10 Milliliter dort reinläuft und das dann trinken muss, dann ja. Oder einer Katze erwürgen, das wäre für mich viel zu stark. Also, ich gehe mit Blut trinken, denn wenn ich einfach zum Beispiel hier meinen Finger hier ein bisschen ausschneide, einfach so, dass es nicht zu gefährlich ist, das dann tropfen lassen und dann trinken, dann kein Problem. Dann, einer Ziege den Kopf abschneiden, keine Freunde haben oder deine Schwester brutal schlagen, keine Freunde, ganz ehrlich. Einer Ziege den Kopf abschneiden ist brutal. Wer das macht, ist ein Psychopath. Deine Schwester brutal schlagen oder dein Bruder, muss man sagen. Wäre auch viel zu brutal, vor allem weil es Familie ist. Und keine Freunde haben, finde ich da am besten. Bist du zwar lonely, aber ja, es wäre halt das
normalste, würde ich mal sagen. Dann als nächstes. Würdest du eher eine Woche Senf essen, nie wieder Süßigkeiten essen oder 200 Kilo wiegen? Ich esse eine Woche Senf, weil nie wieder Süßes könnte ich nicht. Das halte ich nicht aus. Vor allem wegen dem Zuckerspiegel. Und 200 Kilo, das ist viel zu brutal. Ich meine, wenn du 200 Kilo wiegst, musst du auf so viele Sachen verzichten. Und das wäre halt unglaublich scheiße. Also lieber eine Woche Senf essen. Auch wenn schon Senf ein bisschen scharf ist. Aber da ich sowieso scharfes vertrage, gar kein Problem für mich. Ah ja, würdest du eher Tiere quälen, dein Handy kaputt machen oder deine beste Freundin verletzen? Tiere quälen ist für mich das absolut Schlimmste, was man tun kann. Das Handy kaputt machen wäre okay. Und deine beste Freundin verletzen wäre, oder deinen besten Freund, wäre einfach nicht nett. Und deshalb das Handy kaputt machen, weil das kann man ersetzen. Die anderen beiden nicht. Dann würdest du hier einen Wurm essen, eine Schlange essen oder zwei Welpen an Krokodile verfüttern. Ehrlich gesagt zum Wurm, weil wenn ich den koche, dann lebt er nicht mehr und dann wird es nicht mehr so schlimm. Wenn ich eine Schlange esse, bah nee, wenn sie giftig ist, noch schlimmer. Und zwei Welpen und Krokodile verfüttern könnte ich nicht. Das bringe ich nicht so übers Herz. Dann würdest du eher Flüchtlinge beleidigen und verletzen, deine Oma zum Weinen bringen oder nackt durch die Nachbarschaft laufen? Was sind das eigentlich für Fragen? Aber nun ja. Flüchtlinge beleidigen und verletzen bringt dich ins Gefängnis. Deine Oma zum Weinen bringen wäre natürlich ein bisschen emotional. Emotional wäre nicht so geil, aber bringt dich nicht ins Gefängnis. Und du kannst dich danach immer noch entschuldigen. Und nackt durch die Nachbarschaft laufen, ja, wird auch wieder illegal sein und bringt dich wahrscheinlich in sehr große Schwierigkeiten. Und deshalb würde ich lieber meine Oma zum Weinen bringen. Als nächstes, würdest du auf der Strafe leben, ins Gefängnis gehen oder einen Terroranschlag veranstalten? Da muss ich gar nicht lange überlegen, auf der Straße leben, weil ins Gefängnis gehen will ich nicht, da habe ich gar keinen Bock drauf. Oder einen Terroranschlag. Boah, Digga, what the fuck? Also nee, darauf habe ich gar keinen Bock. Dann würdest du ja auswandern, unglücklich sein oder 5 Wochen schlimmer Kopfschmerzen haben. Kommt auch, wann das mit Auswandern gemeint ist, aber vielleicht, wenn ich irgendwann dann mal Bock drauf hätte. Aber aktuell nicht, unglücklich sein will ich nicht. Und 5 Wochen schlimmer Kopfschmerzen haben wir ja... Nee, also auswandern. Dann würdest du eher einen langweiligen Job machen, dir eine Glatze schneiden oder mit 16 schwanger werden. Ich bin ein Mann, also muss ich mich zwischen einem von den beiden entscheiden, aber ich würde einen langweiligen Job machen. Weil eine Glatze sänge vor allem jetzt für mich selber sehr scheiße aus und das wäre nicht geil. Als nächstes, würdest du eher bei einer strengen Gastfamilie leben, nach Fisch riechen oder nie wieder Deo benutzen? Bei einer strengen Gastfamilie leben, weil dort kann ich wenigstens die beiden Sachen ignorieren. Zum Beispiel, ich muss nicht nach Fisch riechen, kann duschen und ich kann Deo benutzen und das ist natürlich schon geil. So, und jetzt haben wir alles, was wir beantworten mussten und mal schauen, was wir zuerst der Antwort für die Auswertung bekommen. Und die Auswertung ist: Hey, du traust dich ja richtig was. Bist du eigentlich immer so irre? Ich weiß, dass die Fragen ziemlich schwierig sind zu beantworten sind. Keines der Dinge fällt wirklich leicht, aber wenn du das echt alles durchgezogen hättest, Respekt. Ja, es war für mich recht einfach. Vielleicht bin ich ein Psychopath, vielleicht auch nicht. Aber Freunde, schreibt mir in die Kommentare, was ihr für Ergebnisse hattet, wenn ihr das Quiz macht. Und ja, lasst ein Abo da, ein Like da, schreibt einen Kommentar, wenn ihr die Ergebnisse sehen wollt. Ich hatte gerade kurz Braindead-Sachen. Und ja, die Glocke natürlich auch aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.
Ich bin Kamitendo und ihr habt mal wieder ein sehr schönes Video von mir gesehen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer ehrenwerter Kamitendo.